Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Dr. Skill. Wir hüpfen direkt wieder rein. Sind bloß allerdings schon hier runtergerutscht gewesen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Da war ich nicht schnell genug, um wieder das Ganze aufzunehmen. So. Sind quasi hier runtergerutscht. Ich habe dann eine kurze Aufnahme. Jetzt kann ich mal hier in Ruhe stehen. Ich habe eine kurze Aufnahmepause gemacht, weil der Speicherpunkt war eine halbe Minute vorher. Und das Rohr sind wir im Endeffekt rausgerutscht und sind hier. Also nichts Dramatisches verpasst. Ne? So, muss man so sagen. Die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Was ist mit dir? Ja. Das funktioniert immer noch super. Die jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Es funktioniert. Nicht schlecht. Mal, mal kurz meditieren. Unterstadt Fleischfabrik. Haben wir Fähigkeitspunkte, die wir gerade einsetzen können? Nö. Gut, so viel dazu. Ausruhen. Brauchen wir gerade nicht. Und den anderen Kampfstil können wir noch nicht. Okay, weiter geht's. Okay. Endlich interessant gelöst, dass man dann einfach so weg und wieder ranhüpfen soll. Ist hier was? Ah. Da holt eine Waffe raus, echt jetzt? Sie können nicht entkommen. So. Hast du irgendwas beschützt? Du hast was beschützt. Ich habe auch die Audio ein bisschen leiser gemacht, in der Hoffnung, dass es jetzt angenehmer ist. Stimmbehälter, den können wir gebrauchen. Ah. Die kennen wir noch. Sehr, sehr cool. Maximale Stims erhöht. 3 Stück ab jetzt. Das ist von Vorteil. Macht mir aber auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst. Wir hätten schon 3 brauchen. Ach, wir hätten nicht... Ach so, wir hätten hier lang sehen sollen. Ja, dann lustig. Dann haben wir das ja quasi entdeckt. So. So, das ist der einfache Weg, um mit denen umzugehen. Einfach ranziehen. Ach, das ist die Fleischfabrik. Ja, ich sehe es. Das ist ein Haufen Fleisch. Ah. Zwischendrin hilft auch mein Salat. Nur so als Tipp. So. Dieser Weg ist versperrt. Los, wir kommen später wieder. Okay. Was haben wir hier? Oh, findet. Ich werde der neunten Schwester deinen Kopf bringen. Wenn du meinst. Da will irgendwas raus. Nicht heute. Ich hab ein bisschen Angst, wenn wir das jetzt hier machen, dass die andere Tür aufgeht, blöderweise. Okay. Ah. Okay. Wir schauen uns natürlich auch wieder ein bisschen einfach mal um. Kann ja sein, dass hier wieder was versteckt ist, was von Vorteil für uns wäre. Ja, wahrscheinlich sollen wir da weitergehen. Ich würde trotzdem einmal ganz kurz hier gucken. Ah ja. Oh. Machtex. Ja, nicht schlecht. Okay. Manchmal verstecken sich die Sachen so ein bisschen hier. Halt dich bereit. Das ist lustig. Ah ja. Halte R1, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er seine Verbündeten bekämpft. Ah, okay. Hilf mir. Macht er das? Ich schaff das. Ich würde das gerne einmal sehen. Vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Nicht schlecht. Überall Truppler. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Ah, an solchen Teilen sollen wir uns hochschießen. Mal ganz kurz wieder hinterschauen, ob hier noch irgendwas ist. Aber anscheinend nicht. Einfach hier rüber. Oh.
Kann man hier einfach oben dran bleiben, ohne dass es auffällt? War nach rechts, ja. Oh. Das ist gar nicht der Weg, den wir gehen sollen. Oh. Du hast die Machine Gun. Warte mal. Ich glaube, es bringt uns mehr, wenn der auf uns ist. Den nehmen wir gleich. Ah ja. Oh, der kann das nicht. Ah. Gut, einfach mal durch hier. Gehen wir mal die Treppe hier runter. Die kommen alle zu uns. Ah. Tja, nur wir zwei, mein Freund. Nett. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Gehen wir, BD. Gut. War mir nur wichtig, einmal wieder überall geguckt zu haben. Da sind ja hier so doch ein paar Sachen versteckt, ne? Ich habe genug von diesem Ort. Wenn wir immer den erstbesten Weg gehen. Wo hat er was? Hier. Kannst du das scannen? Ja. Oh. Alright. Gut. Neuer Punkt zum Meditieren. Ist jetzt ganz angenehm. Ach, Verteilungslager. Wir haben jetzt einen Fähigkeitspunkt, wenn ich es richtig sehe, oder? Ne, wir haben gar keinen. Mann. Ach, das ist hier kurz vor einem. Vor Punkt 1. So, jetzt hier nochmal kurz Kampfstile. Wir haben nur die zwei zur Auswahl bis jetzt. Okay, sei es drum. Wird Zeit aufzubrechen. So. Das sieht irgendwie so aus, als wäre hier noch was. Nö. Sieht einfach nur cool aus. Ah. Ah. Einmal die Toiden. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Wir müssen sie ausschalten. Nochmal. Das. Wir hätten sie damals töten sollen. Du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das.
Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Ich kann es spüren. Einmal Ratte, immer Ratte. Wirklich? Okay. Jetzt komm was, jetzt freue ich mich sehr. Der neue Kampfstil. Den habe ich die ganze Zeit gewartet. Haben wir letztens dem ersten Teil des Videospiels, also Jedi Fallen Survivor, relativ am Ende gelernt. Aber auf den habe ich mich besonders gefreut. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Zum Kampfstil wechseln hier ein bisschen. Ich hätte Doppelklinge und zwei Schwerter gemacht. Und sie ist verschwunden. Okay. Aber ich habe es ja im ersten Teil damals auch schon erwähnt gehabt. Ich habe das Gefühl, dass sie noch lebt. Und das wurde jetzt bestätigt. Hier müssen wir durch. Aber ich glaube, wir haben es diesmal für alle Ewigkeiten besiegelt, dass wir nicht mehr auf sie treffen. Okay, Meditieren-Punkt. Jetzt haben wir auch einen Fähigkeiten-Punkt, jetzt lohnt sich das mal. So, jetzt würde es mich einmal interessieren, wenn ich in meine Fähigkeiten gehe, habe ich den dann automatisch zugeordnet bekommen oder kann ich den überall reinwerfen? Ah, hier haben wir 4 Fähigkeiten-Punkte und hier ein. Ist ja interessant, aber den Weg, den wir gehen müssen, wäre ein bisschen... Okay, und hier haben wir... Ach, Fähigkeiten sind verfügbar. Jetzt habe ich es gecheckt. Mit dem einen Punkt können wir 4 Fähigkeiten machen. Ah, okay, okay, okay. Ja, müssen wir uns mal gucken, was wir hier machen. Ah, Doppelklinge, ein Schwert. Na, das wäre jetzt hier unnötig, dass wir das hier haben, den Ausfeindenschlag. Wenn wir eher Doppelklinge und 2 Schwerterkämpfer machen... Aber wir lernen wohl noch 2 weitere Lichtschwerter-Möglichkeiten hier. Okay, interessant. Hier die Konzentration, hier die Kinese. Okay, okay. Also wir werden besser. Es wird viel mehr Fähigkeiten geben, die wir erlernen können. Okay, jetzt habe ich das gerade gelernt. Gut, das Einschwerter ein bisschen zu haben, sei es drum. Das passt schon.
Aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich für euch auch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.